Hallo, in der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung in Mathematik kann im ersten Teil auch das Thema normalen Vektoren im R2 vorkommen. Ja, R2 ist einfach die Zeichenebene und normal ist ein Vektor zu einem anderen, wenn er rechtwinklig ist oder orthogonal. Oder kann auch rechtwinklig zu einer Strecke sein. Irgendwas in der Richtung. Also, dazu habe ich mal eine kleine Aufgabe vorbereitet. Ja, wir haben hier eine Skizze, sage ich gleich dazu. Die Maße stimmen hier nicht ganz überein. Das hat auch den Grund, dass man hier nicht verführt werden soll, dazu durch Messen hier irgendwas herauszufinden. Wir haben hier ein schwarzes Gebilde gegeben, ja, das hier begrenzt wird durch eine Strecke, die nämlich durch die Punkte 6,1 und 2,9 verläuft. Die Pfeile sind. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.